Moin und Servus, verehrte Freiläufer. Solltest du dieses Video zum 2.3.4.20. 100.000. Mal sehen, dann hast du entweder nicht so ein ganz gutes Gedächtnis oder du machst eigentlich doch alles richtig, denn dieses Video ist wieder mal dazu gedacht, um es mit mir in der Routine 1:1 mitzumachen. Es gibt jetzt eine kleine Erklärung und dann geht es direkt an die Routine oder wenn du die Erklärung schon kennst, kannst du direkt in die Routine skippen. Wir kümmern uns heute um die Stabilisierung deiner Füße, Stabilisierung des Knies, Stabilisierung des Beckens, Stabilisierung des Rückens, also eigentlich um alles zu stabilisieren. Vor allem halt deine gesamte Beinachse. Und dazu machen wir gleich in der Routine im Kern zwei Übungen. Die erste Übung ist der Zweibeinstand und die zweite Übung ist der Einbeinstand. Und da machen wir verschiedene Sachen. Wir starten mit dem Zweibeinstand und die Kernübung ist eigentlich immer die, dass du mit den Fersen rauf gehst. Und in der ersten Variante machen wir das mit Knien gerade, also die Knie gucken nach vorne. Und in der zweiten Variante ziehen die Knie nach außen und die Belastung geht dann dabei auf die Fußaußenseiten, während du, wenn du die Knie nach vorne ziehst, die Belastung vorne auf den Großzeh geht und das Großzehengrundgelenk. Nicht nach innen ziehen, sondern einfach nur Knie nach vorne gerade. Und auch das gibt es in zwei Varianten. Einmal mit Armen unten, dann ist der Körperschwerpunkt auch ein bisschen weiter unten und die Stabilisierung ist meist ein bisschen leichter. Und einmal mit Armen nach oben. Und wenn du die Arme nach oben nimmst, solltest du darauf achten, dass du wirklich aufrecht bist im gesamten Oberkörper, auch im Becken. Also nicht nach vorne hängst und nicht nach hinten hängst, sondern möglichst gerade und dass der Kopf nicht vor den Schultern und vor den Armen hängt. Und auch nicht da hinten, sondern irgendwo die Ohren zwischen den Armen klemmen und das zieht dir nämlich den Körperschwerpunkt schön nach oben, richtet dich nochmal mehr auf. Ist auch gerade fürs Laufen eine wunderbare Übung. Die ganzen Varianten gibt es schon im Zweibeinstand und dann gehen wir in Einbeinstand und die erste Variante ist die, dass wir runtergehen, dann auch wieder mit Armen runter und da gehst du einfach locker ins Knie runter, nicht zu weit, so dass es noch einigermaßen entspannt geht. Schau, dass der Oberkörper und das Becken dabei wieder gerade und aufrecht sind und dass die Belastung auf dem ganzen Fuß ist. Das auch wieder in zwei Varianten mit Armen rauf und Armen runter. Das ist der Einbeinstand runter und dann gibt es den Einbeinstand rauf. Da gehst du auf einen Fuß, Becken ist dabei immer auch gerade und hebst die Ferse an. Du kannst dir bei diesen Anhebeübungen, wo die Ferse hochgeht, auch natürlich eine Hilfe holen. Ein Stuhl, ein Tisch, eine Wand, wo du dich anlehnst, wenn es noch nicht komplett freihändig geht. Und auch das wieder mit Armen runter und mit Armen rauf. Das machen wir einzeln gleich in der Routine und dann gibt es halt auch die Kombi am Ende, wo beides zusammenkommt. Ich habe hier eine dünne Yogamatte liegen, das habe ich aber nur, damit man meine Füße in der Kamera besser erkennt auf dem Boden. Du solltest dir am besten einen harten Untergrund suchen, Laminat, Holz, Fliese, Stein, sowas in der Richtung. Kein Teppich, keine fluffige, dicke Yogamatte, denn dann wird die Übung A viel schwieriger und B geht es ja auch darum, dass deine Füße sich auf harten Untergründen stabilisieren können und du sie darauf trainierst und nur wird der Untergrund hart genug ist, dann kannst du auch entsprechend die Füße trainieren, dass sie sich auf diesen Böden entsprechend enden. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Einfache Übungen, auf geht's in die Routine. 5 Minuten Routine für stabile Füße, Knie, Becken etc. starten jetzt. Und wir starten mit dem Zweibeinstand nach oben, Arme nach unten, Knie gerade. Das waren schon 3 Wiederholungen. 4, 5, 6 und die Knie nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das Ganze mit Armen nach oben. 1, Knie gerade. 2, 3, 4, 5, 6 und Knie nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Einmal wieder runter in den Einbeinstand, nach unten, linke Seite. 1, 10 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
das Ganze auf der rechten Seite. 10 Wiederholungen. 1, 2, 4. Oberkörper ist gerade. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die ganze Geschichte mit Arm nach oben. Linke Seite. 1, 2, 3. Becken ist gerade. 4, 5. 7, 8, 10. Oberkörper ist aufgerichtet und zwischen den Armen. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, und jetzt geht es in einmal Stand nach oben. Linke Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ausschlagen. Rechte Seite. 1, 2, 3, 4, 5. 10. Das waren Arme unten. Jetzt kommt die ganze Geschichte mit Armen nach oben. Linke Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wenn ihr euch festhalten müsst, 8. Nur einen Arm nach oben. 10. Rechte Seite. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puh, ausschlagen und das Ganze in der Kombi. Arme nach unten, linke Seite erst runter, dann rauf. 1, 7 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 6, und das Ganze auf der anderen Seite. 1, 2, 3, 4, 5. Knie sind immer schön gerade. Okay. Und das Ganze mit Arm nach oben. 1, 7 Wiederholungen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, andere Seite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das war schon die 5 Minuten Terrine für stabile Füße. Ihr könnt diese Übung vermutlich mehrmals am Tag machen, immer mit einer Pause dazwischen, vielleicht so morgens und abends. Wenn ihr ganz neu seid in dem Barfuß-Business und Barfußbewegung, dann vielleicht nur einmal am Tag. Es ist dann doch ein bisschen anstrengend. Und wenn ihr zum Beispiel routinierte Läufer seid, Barfußläufer, dann könnt ihr das durchaus auch ein- bis zweimal am Tag machen. Macht nichts, was euch wehtut, macht nicht zu viel, wenn ihr merkt, die Waden werden zu warm, macht selbstständig eine Pause und fangt dann lieber nochmal von vorne an. Wie gesagt, ihr könnt dieses Video euch 100.000 Mal anschauen. Ich wünsche euch eine großartige Woche, lauft frei, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ihr dürft diesen Kanal hier gerne abonnieren, denn ihr seid ja freie Menschen. Quatsch. Ihr dürft diesen Kanal gerne abonnieren, müsst ihr aber auch nicht, denn das ist die Kausalität. Ihr seid ja freie Menschen, genauso wie ihr freie Läufer seid. Macht's gut, bis dahin. Ciao, euer Emanuel. Und hier gibt es übrigens noch ein Video für starke Füße. Auch ganz fix
gemacht für richtig kräftige Füße. Und ich muss jetzt so lange reden, bis die 20 Sekunden voll sind, damit dieses wunderschöne Video hier auch in voller Gänze angezeigt werden kann.